Wir behandeln heute eine Kuriosität im Kontext kombinierter Verkehr. Ihr steht neben eurem bahntauglichen Profiliner oder wie in diesem Fall neben einem KRONE Container Chassis und werft einen Blick auf euer Dreiachsaggregat. Lässt die Sehkraft nach oder habe ich gar einen Knick in der Optik? Die vordere Achse ist doch im Vergleich zur hinteren Achse etwas weiter von der mittleren Achse entfernt. Tatsächlich. Aber warum? Der alte Hase vermutet sofort technische Gründe. Irgendwas in Richtung Lastverteilung. Klingt plausibel, ist es aber nicht. Alle Aufliegerhersteller und somit natürlich auch KRONE verbauen überwiegend Achsen mit 9 Tonnen Tragfähigkeit. Dennoch sagt der Gesetzgeber, dass ein Dreiachsaggregat, dessen Achsabstände zueinander zwischen 13 und 1400 mm liegen, lediglich 3×8, also 24 Tonnen tragen darf. Nun könnte man meinen, der Gesetzgeber käme aus Absurdistan. Dem ist aber nicht so, das ist ein rein deutsches Thema. Also basteln wir uns aus dem Dreiachsaggregat gedanklich ein Zweiachser und eine einzelne Achse, indem wir den Abstand der einzelnen Achse auf über 1400 mm erhöhen, sprich 1410 mm. Man spricht hier auch vom gespreizten Radstand, wobei es unerheblich ist, ob die einzelne Achse hinten oder wie bei KRONE vorne angeordnet ist. Das Zweiachsaggregat darf nun erstaunlicherweise wieder 2×9 gleich 18 Tonnen tragen und auch die einzelne Achse darf die technisch zulässigen 9 Tonnen schultern, somit in Summe 27 Tonnen. Und diese 27 Tonnen sind zwingend erforderlich, um im kombinierten Verkehr die zugelassenen 44 Tonnen Zuggesamtgewicht meistern zu können.